Jetzt aber. Ich höre schon mal was rattern. So. Zack. Automatische ja. Aufrufsfeuerung. So. Ja. Klappt Nobel auf jeden geht Fall. Die Welt das zugrunde. Richtig drauf. Klack, klack. Jetzt macht der VR, wird das jetzt für mich aufrüsten. Das liebe ich ja auch an den Loks, dass man einfach sagen konnte, komm, ich will jetzt losfahren. Da kannst du ja noch ein bisschen gucken hier. Da presst der noch. Ja, zeig doch mal, nee, zeig doch mal den Basler. Eigentlich darfst du nichts drücken. Ja, du kannst ja keinen Dialog machen. Ist die ganze Eingabe gesperrt. So. Du kannst ja keine Tasten bewegen. Ja. Ach, die kommen die paar Sekunden aber. Licht eingeschaltet. So, jetzt. Schöne Brücke. Ist schön, ne? Ja. Jetzt haben wir auch. Wie heißen die? Zeit. Doch, fragst du mich jetzt. Ich dachte, das weiß man. Das weiß ich jetzt. Tatsächlich. Bist du da hingefahren, hast Fotos gemacht? Jo. Dreh ich mal links. Hauptgebäude zeigen. Links, weiter, weiter, links, weiter, da, weiter. Ah, sehr ja, schön. Das, ja. Sehr das gut. Hotel. Oh ja. Ja, oh, das City Hotel ist direkt dran, oder was? Ja. Haben sie das Inter abgeschraubt, oder was? Da oben? Haben sie geklaut? Eine Dachterrasse da oben? Überdacht? Ja, überdacht Dachterrasse, da. Dachterrasse ist hinter dir. An der Velo-Station, am Fahrradständer. Oh. Noch weiter? Da. Ständer gesagt. Oh. Da ist, hier. Ein bisschen. Da oben, oder was? Ja. So ein Alter Schwede. Schön, hast du lange dran gearbeitet, oder? Ja. Und die ganzen Fahrräder da drin, ne? Ja, ja. Sind da Fahrräder drin, natürlich. Alter. Aber alle von Diamant. Guck mal hier. Alle habe ich alle gekauft vorher. Ja, alle von Diamant. Boah, guck mal. Was ist das denn? Solarzellen. Solarzellen. Offensichtlich. Weiß man doch. Boah, da. Geil. Schön hier, guck mal. Ja. Und das ist der. Das ist die Herz-Jesu-Kirche in Basel. Ja, die kenne ich. In Basel. Freiburg. Jedes Objekt selber gemacht. Schön. Offensichtlich, das erkennt man doch, dass das Basel ist. Freiburg. So ein Schweizer Signal, ne? Ja. Was hast du da für Autos? Hast du auch gebaut? Rolls Royce, ja, hat auch die hast du nicht gebaut. Lotus. Ne? Alter. Ja, Passat. Ja. Fuhrpark. Schön. Ein bisschen. Mensch, du. Guck mal, da ein paar Busse. Was? Ruhe draußen. Ja. Draußen wird wieder gebremst. Das ist unglaublich. Ja. Schön. Da oben die Brücke, jetzt, also wo die Fahrstühle hochgehen, da fährt oben dann die Straßenbahn immer. Ne? Fährt die auch noch? Kommt die es noch gibt ja schon eine so? Strecke von also Freiburg. Es, ne? Klar, mit der Straßenbahn, ne? Ja, das ist ja diese Schwarzwaldbahn. Ja. Ich habe mir die angeguckt und ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Es liegen auf jeden Fall Gleise, also man kann auch was fahren. Habt ihr auch da so, also ist kein das ein Gleis, was auch befahrbar ist? Ja, das ist ein richtiges Gleis. Ah ja, okay. Also kann man da irgendwie einen pendeln lassen? Genau, gute Nacht in der Katharina. Mhm. Dann gehen wir ja mal ins Bett. Also, gute Nacht gesagt. Da kann man auch gucken. Gute Nacht, habe ich nur gesagt. Im Bett kann man auch jetzt gucken. Kommt eine Alpha, dann gehe ich ins Bett. Ja, gehe ich in eine Alpha. Kein Bock mehr. Im Breisgau, schön. Ja, Freiburg. So wollen wir es haben. Schön, Textur gefallen mir. Kannst du mal Vorfeld vom Bahnhof auch gucken, wie so rechts diese ganzen schönen. Ich habe mich ich kenne mich ja jetzt mit Straßenmarkierungen perfekt aus. Ja. Naja, hier gelesen. Die Kreuzung jetzt hier zum Beispiel rechts. Habe ich ja. Ne? Oh. Ja. Also, Alter Schwede, guck dir die Kreuzung an hier. Mit Fahrstreifenmarkierung in der Kreuzung. Ja. Hier die Linksabbieger. Schön. Ah ja. Da habe ich mich. Fummelei, oder? Das war eine Fummelei. Ist das passt? Alter Schwede. Ja. In den Spuren. Ja. Schalten aber die Ampeln auch korrekt, oder? Das übertreiben wir es aber, ne? Das ist immer noch Zugsimulator. Aber die Uhren gehen wieder richtig am Bahnsteig, oder? Wie beim Am Bahnsteig, ja. Ja, reicht ja. Selten mit der 103. Ja, hier auch schön mit dem Zebrastreifen. Hier, Sperrfläche, geil. Ja. Sehr schön. Fahrradwege dürfen ja in Freiburg nicht fehlen. Nein. Das ist ja eine große Fahrradstadt, ne? Oder? Ja, auch. Ich fliege einfach mal so ein bisschen, ne? Wir haben Zeit. Ja, wir haben. Ach, wenn du was haben. Alle Zeit der Welt. Ich fliege mal so ein bisschen rüber. Um 8 kommt Formel 1. Bis dahin müssen wir fertig sein. Ne? Also hier Gehwege, ne? Man kann es auch hier auch mit den Fußgängern markieren. Ja, ne? Kannst auch durchgucken, ne? Also zum Bahnsteig. Mhm. Fahrradständer, so ein paar DB-Fahrräder. Ah, diese Leihfahrräder. Ja, genau. Ja. Gibt es das noch? Ja, klar. Auf jeden Fall. In Freiburg auf jeden Fall, ja. Auch in Köln, ja. Und dann. Die konnte man mal hacken. Bus halt, also hier dieser. Können sich Fahrrad ausleihen umsonst und für unabhängig. Bushaltestellen. Achso, das ist der große Busbahnhof, ne? Genau. Direkt am Bahnhof. Ah, mit Kiosk drin. Ja, alles. Schön. Ein bisschen Werbung. Was sind das für Plakate? Ja, ne, die zeigen wir noch nicht. Die Leute wollen ja auch noch was zum Entdecken haben, ne? Nein, kann man auch mal rein. Porno-Kino, oder? Nein, Porno nicht. Guck mal hier, Freizeit. It's only in your mind. Ein also, ja? Achso, ich hätte jetzt Erdmännchen gesagt. Nee, das ist ein Murmeltier, oder? Das ist Murmeltier, ja. Ja, okay. Erdmännchen sind ein bisschen schmaler. Ihr neues Reiseziel? Genau. Kannst du da nicht mal als Ed Sheeran Konzert machen? Das wäre mal eine Idee.
Ed Sheeran live mit einem Foto von dir. Ja, die haben auch noch ein bisschen Kreuzungen und so. Also da habe ich mir echt Mühe gegeben. Also bin ich selber ein bisschen stolz drauf. Das ist der alte Schlinky dabei, ne? Alter Schwede. Ja. Gerade um die Ecke, ne? Schön. Ja. Also du als Omsi-Fetischist. Also Busspur, ne? Wer? Busspur, Fahrradwege. Alles da. Also ja, es gibt viel zu entdecken in Freiburg. Krass. Der da. Wollen wir mal losfahren? Wollen wir mal gucken? Ja, fahren wir los. Ein bisschen fahren. Genau. Bevor das hier Fernbus-Simulator wird. Cityliner. Guck mal hier vorne. Fernbus. Angry Driver. Geil. Super geil. Habt ihr auch selber gemacht? Die Modelle oder habt ihr die eingekauft? Ja, selber gekauft. Alles ne? läuft bei dir. Man kann nicht das Rad immer neu erfinden. Nee, das. Wir konzentrieren uns auf die Sachen, die wir können. Busse kaufen. Busse macht DML. Kennen die besser. Schleichwerbung. Das war nicht billig, dass Ed Sheeran heute Abend hier bei uns ist und eine Strecke präsentiert. Wir haben ja eingekauft. Ja. Durch eure vernachlässige den Chat. Habt ihr ein Auge drauf, ne? Ja, ich guck da. Wenn da Fragen reinkommen, Citaro L, sehr schön. Sind schon da Jochen der Rochen, der alte Omsi-Fan. Boah, Citaro L, sehe ich doch. L und G. Ja, das ja. eine, der eine hat. Ja. Fahr mal so ganz langsam auf Freiburg raus, ne? Eckdaten für den Citaro Facelift. Jetzt geht's los. Nein, das ist zu viel Input für euch. Müssen wir eigentlich die Wege hier vorne, ne? Ich zeige hier auf dem Bildschirm, ihr seht das alle gar nicht. Also da war jetzt gerade Ed Sheeran haben wir den Deutsch musst du das mehr die Wege? Sehr gut die Deutsch. Wege, hier so schön. Ah ja. Wir haben einen Live-Übersetzer hier. Der synchron der gleich. Ultrasynchron. Der sitzt hier im Hintergrund und macht synchron. Nein, ich krieg hat die Hand im Arsch von Ed Sheeran und macht immer so. Ich krieg so viel Gage, ich habe einfach einen Deutschkurs belegt. Habe ich mir einfach mal geleistet. Hallo, wann soll die Strecke denn rauskommen und wenn man fragen darf, und wie viel soll sie denn kosten? 2.500 Euro? Ja. Pro Kilometer? Mindestens. Pro Kilometer? Pro Meter. Und jetzt nochmal 4 Wochen länger. Allein nur für die Frage. Ich denke, preislich wird die so wie die Moselstrecke sein, oder? Ich denke, da kommen wir nicht mehr hin. Teurer? Ja. Ich hätte so gesagt, selber Distributor. Also ich sag mal so ungefähr 50 Euro. 1000. Das ist die PMDG unter den Strecken. Gib doch mal Gas, das stimmt mit dir nicht. Ich weiß nicht, ob der Strecke kommt. Da. Schnelles Spiel. Datum genau kann ich nicht sagen, aber ich habe eigentlich schon so angepeilt, dass die unter dem Weihnachtsbaum liegen kann dieses Jahr. Fahr mal ganz wie es mit Softwareentwicklung so ist. Der ne? Download. Der man liegt ja unter meiner Zeit. Man will ja auch was sehen. Hier die Baukräne und da vorne genau, das Gebäude. Schöne Baustelle. Da haben sie. Ja, kommt noch. Links kommt gleich eine relativ große Freifläche. Der Fahrweg sollte gestellt sein. Muss man gehen bis Basel. Da stand der alte Postbahnhof. Der kommt jetzt gleich dann links. Da war früher interessanterweise die Firma Zentralbahn drin. Guck mal nach rechts. Da und Eisenbahnkurier auch ein kleines Lager. Rechts raus, bitte. Ja. Ah, Brücke wollte ich mal. Guck mal hier. Graffitis an der Brücke. Ja, schön. Ed Sheeran war's hier. Naja, das steht leider nicht drin. Anarchie. Erstmal Gras drüber wachsen lassen. Ja. Ah, hier die. Das ist genau das. Das ist der Rangierbahnhof. Betriebswerk, Achso, Betriebswerk. Genau, links sitzt die Baustelle da. Ja. Die Freifläche, da stand der Postbahnhof. Richtig. Genau. Da war ich auch schon mal drin. Da haben sie nochmal Bomben gefunden, wahrscheinlich. Kannst du Räumdienst weiß ich nicht. Oh, hier die. Die Wege, Wege für die Lokführer. Guck mal, da steht wieder. Nee, steht LZB anfangen. LZB. Sehe ich da einen Draht? LZB, da ist ein Draht. Ja. Ist ja fein, ne? Ja. Yeah. Zumindest hier in der Auflösung. Ah, jetzt. Ja. Kann man das noch ein bisschen näher, ja? Schön. Auch so eierig, ne? Ja, so sieht er auch in real, ja. Es ist Sommer, da ist warm, da muss der sich ein bisschen ausdehnen. Ja. Am Winter liegt er dann straff drauf. Geil. Ja, nicht ganz. Reißt. Er liegt der Schnee drüber. Kann man hier drüben mit irgendwie interagieren? Nee, ne? Mit der Türen BW? Auf oder so? Ja, BW oder? Nee. Da kann man, da sind viele Gleise. Da kannst du viel hin und her schieben, wenn du magst. Also das ist alles befahrbar. Auch das Gleis, was jetzt hier rechts noch ist. Weil ich gerade sehe, Hektometertafeln? Ja. 200? Ja, schön. Sicher. Sichi. Kilometrierung habt ihr auch dabei, schön. Wer hat die Oberleitung gemacht? Der ehrenwerte und von mir sehr hochgeschätzte Herr Golz. Ah. Der Meister. Der Meister der Oberleitung. Der Meister der Oberleitung. Der Meister des Zugsimulations. Hast du LZB eingeschaltet? Nee. Wahrscheinlich nicht. Nee, nimmst du eingeschaltet. Nee, weil er nicht auch übernommen wird, deswegen. Ja, wir wollen Strecke gucken. Das ist gar nichts an. Nicht mal Sifa, oder? Na, Sifa, weil. Hatte ich eigentlich. Sifa hat da, glaube ich, drei. Hatte selber aufgerüstet. Der Leuchtmelder ist irgendwie. Kaputt.
Also kaputt. Selber aufrüsten. Leuchten, ne? Die ganze Zeit. Selber machen lassen. Hier sind gerade noch ein bisschen nackt, wie gesagt. Wer hat die Gleise gelegt? Auch der Herr Goals. Ah, dann dürfen wir auf eine sanfte Fahrt hoffen. Es ist hoffen, der, ja, Himmel auf Erden. Ja, das glaube ich auch, ja. Hier ist gerade noch ein bisschen... Mach mal Außenansicht, was ja hier können Sie verkramen. Ein bisschen Strecke gucken rum, von der Außenansicht. Gerade hier, wo, ja, wo man wo gerade noch liegt. Aber jetzt ist ja quasi schon wieder vorbei. Nee, ich mein, nein, ich meine wegen SIFA und wegen PZB, das, ja, hat er eh nicht. Es gibt halt einfach noch so ein paar Lücken, gibt es doch schon. PZB, ja. Hier links, guck mal, nach Hause, ja. Ja. Ist halt eine Pre-Beta. Pre-Beta, ja. Sagen wir es mal so. Post-Alpha. Es gibt halt noch ein paar Ecken, die halt einfach noch nicht fertig sind. Ja, ist halt so, ne? Schönes Fußballfeld. Ja, auf jeden Fall. Eins? Guck mal hier nach rechts. Das ist unnormal, wie viel die haben. Ist halt wirklich so? Ja. Hat die da so viel ganz Sport? Bis dahinter. Bis dahinter. Ich glaube, ich habe mal gezählt, glaube ich, 14 Fußballfelder und 21 Tennisplätze oder so. Wo guckst du denn da? Google Earth oder was? Ja. Ja. Das ist so unser Hauptwerkzeug. Georeferenziert, ne? Kannst du da hinlegen. Ja, dann siehst du halt. Lostpinseln bauen. Geht halt los. Also es gibt auf jeden Fall wieder viel zu entdecken. Wieder viel verbaut. Aber sieht stimmig aus. Jetzt schon. Gefällt mir. Ja. Ich kenne ja so ein bisschen die Strecke. Ich bin da letztes Mal vor 5 Jahren gefahren, aber hier vorne auf der Straße, und, irgendwie bei der Siedlung, die jetzt hier gleich ist, da ist gelbe Tonne die Woche, ne? Also heute. Ja, hier. Nee, hier nicht. Achso, ne? Die andere Straße. Geh mal ein Stück, ja, hier glaube ich, die Straße, ja, jetzt genau, hier ist gelbe Tonne die heute. Also schon ein paar Leute haben schon rausgestellt. Sehr gut. Der Kollege. Nicht von Zulu, sondern Solo. Der Kollege da, der hat seine noch drinstehen, nicht, vielleicht nicht, ja, voll. Schön. Ah, siehst du, das ist die Verzweigung so. Echt? Oder? Ja. Die zählen wir jetzt aber nicht, oder? Nein, wir gucken, das ist ja auch wieder ausgelöst. Das macht der Rob wieder ganz geschickt. Ja. Er weiß halt, wie er den Counter niedrig hält. Ja, ja. Ne? Wieso PZB würde ich ja akzeptieren? Schleicht hier an den Lärmschutz. Die Fahrtwirtschutzstrecke geht von Freiburg nach Basel, Badischen Bahnhof. Genau. Und der ist auch wieder den RZB-Teilblock-Modus, ne? Gerade schön gesehen. Wie viele Kilometer hat die Strecke? Was ist das ungefähr? 80, glaube ich. Okay. Müsste es in etwa sein. So. Ja, mir fällt mein Mikro aus der Tasche. Ja, die Zwangse zählt nicht. Die Zwangse ist jetzt kommt die Einbindung hier vom Freiburger Güterbahnhof. Genau, der richtig übrigens auch befahrbar ist. Also, Freiburg hat quasi zwei, ja, Endbahnen. Dann die rollende Landstraße beginnt da immer. In Freiburg wieder mal. Oh, Stellwerk. Kann man in dem Bahnhof da anhalten, dass man da was sieht? Hier, also Nebring? Ja. Also Bahnhöfe sind soweit alle. Hört mal bitte den Schallstadt an. Wenn ich, den Wunsch äußern darf, geht dann, ja, viele liebe Grüße an einen Kollegen von mir. Wir fahren mal langsam durch Ebring und halten dann. Hier schöne Konstruktion, oh, mit der Brücke, mit der, ja, Oberleitung. Genau. Das und war ein Fucke. Das sage ich dir. Dass das passte. Ach, diese komischen Bögen da. Dinger da drüber, ja, gehen, ne? Das ist schon eine ungewöhnliche Befestigung der Oberleitung irgendwie. Oh, hier schön alles Verschallschutz wendet nach links, nach rechts. Ja. Oh, hier, ja, diese Gitter, ne? Ja. Ach, die neue Strecke von Ed Sheeran. Genau. Er ist bekannt für seine Strecken, Ed Sheeran. Genau. Ich lese den Chat aktuell. Jetzt lese den Chat. Aber es ist sogar auch die 103er oder 100. Ich guck gerade selber gespannt auf meine Strecke, ob ich irgendwelche Sachen finde, die ich... Ed Sheeran ist beschäftigt mit... kann man, ja, dann machen wir hier. Kann man den Katzenbergtunnel als auch die Umfahrung des Tunnels befahren? Ja, kann man. Beides? Beides, ja. Gut. Also jetzt das Quickdrive, was wir jetzt haben... Ah, hier, deswegen wegen den ganzen Weinbergen, ne? Dann kriegt der Performance-Probleme und kommt Weihnachten nicht raus. Das habe ich schon mal erlebt bei so einer Strecke. Ja, nee, das liegt eher daran. Mit vielen Bäumen... Mit dem Wein, weißt du, wir trinken immer einen vor der Arbeit und dann geht, ja, das halt nicht so schnell. Ich dachte, da stehen mehr. Ich dachte, da stehen mehr Weinbäume. Boah. Abgeerntet. Ich hab doch da zwei Bäume hingestellt. Gestern waren das zwei. Sehr schön. Ob man hier zum Stillstand kommt oder nicht, ja, das ist egal.
So lange müssen wir doch nicht hier, oder? Nee, er kann durchrollen. Ich muss mal gucken. Also ich kann den Bahnhof ja auch ein bisschen... Man kann ja auch mit der Kamera noch mal so ein bisschen rumfliegen. Ja, können das mal rollen. Kurz stehen bleiben und mal rumgucken. Und die Siefer ausschalten und dann rumgucken. Ja. Oh, hier keine Hose an, ich hab's gesehen. Boah, guck mal hier. Graffiti. Hier geht's auch abwärts. Hat Ed Sheeran schon Pläne für die nächsten Jahre, für neue Strecken? Du bist hierbei erstmal, ne? Das Projekt. Ja, erstmal gucken. Ne? Macht ihr denn für den TSW auch was? Gibt's da Arbeiten in die Richtung? Schaut man sich das an? Gibt's da Entwicklertools? Ich hab nix. Gut. Ich hab genauso viel. Ich hab teilweise sogar weniger auf dem Rechner als ihr da draußen. Weil ich hab das Add-on habe ich noch gar nicht drauf. Und gar keinen Key gekriegt. Brauchst du mal eine Spende dann? Wie hast du gekauft? Nee, aber da weiß ich genauso viel wie alle anderen auch. Weil wir hatten das vorhin schon das Gespräch, wir hatten ja vorhin TSW gefahren und ich würde mich freuen, wenn da jetzt mal so die anderen Entwickler dazukommen zu DTG, ne? Wo Züge noch lecker sind, bis so Zug Zugluft. Kannst du nicht mal Zugbier mit reinbauen? Ja. Könnte man eigentlich, ne? Irgendwo so an einem Häuschen. Ja, hier links ist jetzt gleich der, wenn du den Weg jetzt weiterfährst, ist da quasi rechts, der Zugang zu dem anderen Bahnsteig, jetzt rechts. Und dann da drunter durch, oder? Da unten, ja, da geht es jetzt natürlich nach oben. Gucken, oh, da wachsen schon die Wurzeln raus. Ja, ja, okay. Marode. Ach so. Ich habe das im Blick. Du, ja, da kommt einer von 8000. Geht da durch. Schön, aber so in den Weinbergen. Die anderen ballern hier durch. Schönes Wandergebiet, glaube ich, ne? Du gehst ja auch hier schön über die Wein. Ich habe da mal abgelöst einen Kollegen auf der Fahrtrichtung Basel und da haben wir abgelöst und hat mich der damalige Kollege dort eingeladen, der da wohnt. Und da haben wir schön Wein getrunken im schönen Keller. War sehr angenehm mit seiner Frau zusammen. Ah, hier in dem Städtchen, was ja. Ja, im Scheißstadt, deswegen wollte ich mal, dass du da anhältst, weil das einfach so. Das war mit die letzte Fahrt, die ich dort hatte auf der Strecke. Hm, witzig. Du sollst irgendwie Gas geben. Austausch. Ja, fahr mal weiter, genau. Ja. Naja, du musst ja mal ein bisschen gucken, paar Kilometer, ne? Sind ja noch. Oder der Matthias von 3D-Zug sagt, dass du da Gas geben sollst. Vielleicht meint er auch die Fertigstellung. Das könnte sein. Vielleicht will der Aufgaben dazu erstellen, Szenarien. An Kevin. Gibt es was mit der V100 auch von euch? Nee, heute gibt es nicht mit der V100, oder? Ja, Gas geben. Wer wollte ein Bier? Warum habe ich gerade ein Bier rausgeholt? Kevin? Reicht das? Nee, ich habe noch. Reicht das nicht, wenn ich bis 9 Uhr abends im Büro sitze? Nee. Muss auch was machen. Nur vom Sitzen wird er nicht fertig. Erwischt. Hat er mich erwischt. Jetzt können wir zu zweiter sitzen, damit es doppelt so schnell fertig. Oder noch langsamer. Noch langsamer. Was herrscht denn auf der Strecke so für einen Betrieb? S-Bahn oder eher regionalen Verkehrsanbindung? Also S-Bahn nicht. Aber Hauptstrecke in die Schweiz. Ja, man fragt hier nur jemand, was man da so realistisch fährt. Baselbahn, viel. CE, alles. Züge, ja. Alles. Guckst mich an wie ein Auto, wie als ob ich gefragt habe, ist deine Mutter eigentlich auch weiß? So Sachen fragst du mich an. So guckst du mich an. Das ist doch die, davor die Strecke nicht? Von Radstadt Richtung Freiburg ist ja im Moment gesperrt. Genau. Ob man das wissen müsste. Ah, das ist, wo die abgesagt ist. Ja, genau. Wo die jetzt deswegen, die Tunnel, also im Moment fährt jetzt hier gerade nicht so viel. Man lässt ja auch einen deutschen Tunnel bauen. Drunter spülen. Er hätte mal in der Schweiz gefragt, ja. Ja, witzig. Draußen ja, witzig. Sehr. Guck mal, wie schön das Distant Terrain ist. Strecke fährt der Regionalbahn, Regionalexpress, ICE. Regionalexpress finde ich auch gut. Ja. Viel Güter. Viele Güterzüge. Halt sehr viele Güterzüge, ja. Mit. Deswegen haben sie den Tunnel ja jetzt auch gebaut, damit da nicht so viel über die alte Strecke rumpelt. Ja, eng. Wir wollten den Tunnel bauen. So, ne? Ja, ja, der Tunnel ist tatsächlich fertig und auch befahrbar. Achso? Ja. Bis dahin. Also der Tunnel? Dieser Tunnel, der unter der Strecke durchgeht, meinst du, oder? Es gibt die alte Strecke an. Genau, richtig. Der Katzenbergtunnel geht ja dann gerade durch, quasi durch den Katzenberg. Ja. Und die alte Strecke geht halt drumherum. Die wir jetzt dann fahren. Ja, also einer schreibt auch gerade, aktuell fahren hier wegen Raststadt kaum Güterzüge. Ja. Wir fahren ja auch mit einer Einzellok. Überführungsfahrt. Richtig.
müssen irgendjemanden abschleppen. Wir fahren nach Koblenz ins Museum. Nee. Das ist aber falsche Richtung. Ne? Falsche Richtung. Basel. Basel. Ach so, Basel. Oh. Basel, ja, wir kommen gerade aus dem Museum. Genau. Falls fahren nach Basel, holst du einen Sonderzug ab. Genau. Sagst einfach so. Wie viele Bahnhöfe liegen auf dem Streckenabschnitt, ist noch eine Frage. Über 20. Mit Haltepunkt. Ich weiß jetzt nicht genau. Also, ja, mit Definition von Bahnhöfen? Ja, mit... Meinst du wo jetzt? Personen den Zug betreten können. Ich muss das nicht wissen. Nein, was? Auch halt. Oh, hier sind so Ausweichen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, genau. Aber über 20 auf jeden Fall. Lass mal da, wo Thomas pennt. Genau. Oh, kannst du mich mal rausnehmen, eine halbe Stunde ab hier so. Alter, ich muss kacken. Morgen. Naja, wenn Weil voll ist oder so zum Umspannen, dann nehmen sie auch mal Fachgüterzüge an die Ecke. Ja, Weil am Rhein ist ja da, wird immer groß umgespannt teilweise. Ja, guck mal erstmal Bad Krozingen. Oh, da möchte ich ein paar schöne Szenarien mit Überholung sehen hier. Wo ich mal auch zur Seite genommen werde mit dem Güterzug. Fahr doch weiter. Ja. Ja, kannst du langsam durch. Was ist das? In die Krozingen. In die Helikopterkamera ist gehen, da sieht man ein bisschen mehr von der. Fahr doch so weiter. Ja, ne? Da sieht man, glaube ich, noch ein bisschen mehr einfach. Ja. Schallschutz, nicht nur Schallschutz. Hier auch schön Autos aufgestellt, Wohnmobil. Oh, das ist ja ab selten. Ab und an mal. Ja, schön. Eins, ne? Ist auf jeden Fall ein Bahnhof, also, das ist eine Weiche. Wir sind gerade durchgefahren. Nee, aber es ist halt kein Haltepunkt, ne? Haben wir eben gelernt. Ach so, an einem Haltepunkt gibt es keine Weichen. Robbt du mich. Ich muss das direkt, wenn ich was gelernt habe, muss ich. Wenn ihr gleich älter werdet, kommt jetzt rechts ein schönes Altenwohnheim. Nee, wir müssen also, ja, wir hatten ja noch ein Krankenhaus. Hier, der ja. älter wurde. Mhm. Das ist Altenstift. Das ist Krankenhaus und dahinter kommt jetzt Altenwohnheim. Da will der Rob mal. Oh, beides zusammen ist auch nicht schlecht. Guck den ganzen ja. Tag und dahinter ist noch eine Therme. Also, du kannst quasi alle Schritte durchmachen. Wahrscheinlich. Ja, besser als in Weimar, das Altenheim neben Krematorium. Und hier kann man noch ein bisschen. Mit Blick auf werden die Jungpflanzen gezüchtet. Ja. Ja. Blümchen. Läuft Tomaten. Tomaten. Ein paar. Jungen Weinpflanzen werden hier angezüchtet. Schön, ja. Der Schwarzwald im Hintergrund. Ich habe keine Lieblingsstrecke. Rhein, Mosel. Ah, das meinst du mit Distant Pionierbahn. Pioniereisenbahn. Cool heute. Also der Schwarzwald mal, Lieblingsstrecke ragt auf. Ja. Also. Ja, so kann es sein, dass welche Spaß machen. Freiburger. Macht wieder Spaß. Fallobstwiesen. Frankenwaldrampe. Auch sehr gerne. Kommt gleich eine richtig schöne. An Ed Sheeran nochmal eine Frage, nochmals die Frage, warum baut ihr nicht bis Basel SBB? Zwei Gründe einfach. Der Aufwand wäre enorm viel größer, weil die Gleisanlagen auf der Schweizer Seite sind halt exorbitant groß. Und ja. Schweizer Signalsystem und alles, ne? Das müsste man halt alles auch nochmal neu erfinden als kommerzieller Hersteller. Gibt es ja noch nichts aus dem Dreiländereck oder so? Ja, aber können wir ja nicht einfach nehmen. Nein, aber kann sein, dass da auch was in der, dass man was lizenzieren kann. Gute Nacht, Werner. Wie gesagt, die ganze Ciao, Werner. Die ganze Abstellung da in der Schweiz ist halt, das sind richtig fette Gleisanlagen. Ja. Und Basel ist sowieso schon groß genug mit dem Containerterminal in Weil. Da war noch eine Frage, wo man es kaufen kann, wenn es fertig ist. Ich denke mal bei Aerosoft. Ja. Erstmal und dann wird es auch auf Steam kommen, früher oder später. Ist die Mosel ist auch auf Steam. Das ist auch auf Steam, ja. Aber das hat ein bisschen länger gedauert dann, ne? Ja. Steam dauert dann immer von der Freigabe her von DTG oder? Die dauert richtig lange. Die ersten zwei Updates rausballern und dann ja. machst du es auf Steam. Ja, DTG hat mittlerweile auch eine sehr strenge Qualitätskontrolle. Oder hast du schon mal eine GBE-Strecke im Steam gesehen? Ja. Schwarzwald? Nein. Von der Qualität. Nee, das darf ich eigentlich nicht laut sagen, ne? Nee. Können wir das rausschneiden? Nee. Was tötet Leute? Kannst du nicht so ein Flippergeräusch drüber machen? So ein Delfin? Ich arbeite das nicht nach. So ein Delfin, genau. Das fehlt einfach noch. Echt, du, guckst so viel, du guckst so viel JP. Verdammt. Ah, Heitersalm. Sehr schöner Bahnhof. Da ist ein leckerer Bäcker drin. Also ein Kaffee, ja. Zwangs. Ja. Da, ja, genau. Oh, auf der anderen Seite. Bäcker, ist wunderschön. Schönes Café kann ich empfehlen. Das ist immer schönes Wetter. Mhm. Auf der Terrasse kann man schön sitzen. Ja. Ja. Ach, hier ist auch ein Schild, guck mal. Findet den Schilder, ja, also den Schilder, die da sind, sind auch korrekt, geil. Also kann ich sagen. Krass. Ist manchmal gar nicht so einfach, die ganzen Wege rauszufinden. Guck mal, da fehlt sogar ein Auto. Ja. Hier. Lauscht. OpenStreetMap oder so kann man da auch nicht gucken. Bringt auch nichts.
OpenStreetMap? Die Schilder? Nee. Na, Schilder ist nicht, aber was, wo steht ein Briefkasten oder sonst was? Da ist ja aller Scheiß mit drin. Ja. Da helfen nur Fotos. Fotos, Fotos, Fotos. Du musst manchmal auch selber hinfahren. Irgendwie. Ja, ich bin selber hingefahren. Ja, klar. Wir haben uns nur ein bisschen verkalkuliert bei der Zeitnahme für die Fotos. Wir hätten 3 Tage einplanen sollen, nicht nur 2. Ja, nicht die ganze Zeit beim Café da rumsitzen auf Terrasse. Ne, war lecker. Echt? War lecker, haben sie gesagt. Sehr empfehlen, das Café. Die schöne Terrasse, wo man sitzen kann. Mhm. Die 3 Tage dort. Später, ja, was macht ihr eigentlich? Fotos. Fotos. Von der Bedienung. Vom Kaffee. Wir sind in Ischstein aus Versehen auf das Werksgelände von einem Kalkwerk gelaufen. Da sind wir erstmal freundlich. Da sind wir erstmal freundlich wieder vom Gelände geführt worden. Ja. Das war mir etwas unangenehm. Oh. Da war eine Lücke im Zaun. Das tötet mich. Oh, das tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich bin so dumm. Was da denn passiert? Oh, das tötet Leute! Das soll so nicht. Da steht wieder, der Mast gehört da nicht hin. Die Erhebung gehört da nicht hin. Die auch nicht, aber der Mast, der gehört da auch nicht hin. Schwebt der sonst? Nee, der hat ja auch mit der Erhebung. Nee, der hat nichts. Der gehört da nicht hin. Das ist schön, wenn man das in der Beta noch. Ja. Guckst du dir nochmal auf dem Video? Ja, ist ja Beta. Der kommt weg. Also am Mittwoch ist der weg. So frei. Hier, Umspannwerk, oder? Ja, schön Kabel runtergezogen, ne? Unterwerk ist das auch, ne? Geht dann. Ist das Bahnstrom dann? Nee. Das nicht. Ja, wenn die Lok in den Gleis ist, Rausschmeißer gewesen, ne? So. Sie ist dringend zu Ende. Oh, oh, oh. Hier, Fallobstwiese. Ja. Und der Kollege hier vorne, wolle Apfel kaufen? Apfel kaufen? Wo? Hier rechts. Da rechts. Der Apfelbäume. Ne? Wolle Apfel kaufen? Oh, schön gemacht. Apfel? Guck mal hier, schön. Im Mercedes ausgeladen. Was? Das ist doch kein Mercedes. Doch. Nein, guck doch mal auf das Logo. Das ist doch kein Mercedes. Was ist denn das? Geh doch mal hin. Geh doch mal gucken. Guck doch mal aufs Logo. Hör mal nicht so an. Das ist ein No-Name. Das ist rund. Das ist nicht mal ein ordentliches Kennzeichen. Das ist ein Ü-Wagen von BKA. Das könnte. Ah, ja, guck mal, da hast du aber was rausgepinselt. Da war doch mal was. Ja. Yeah. Ein Scherz. Das ist das Schöne bei vielen deutschen Marken. Kannst du einfach die Mitte rauspinseln und du kommst auf ein und dasselbe Logo. Der Zaun steht auch noch beim Umspannwerk. Oder bist du ja eh bald beim Umspannwerk? Ja, okay, guck ich mir an. Nee, für TSW ist noch nichts geplant. Nee. Die Frage kann ich direkt schon beantworten, die habe ich gerade gestellt. Guck mal hier. Die Ehren wanken. Aber das ist ja ein Standardding, ne? Ja, ja. Das machst du nicht gleich nieder. Aber es steht. Schön. Ne, auch mal so ein bisschen auf dem Weg und so, ne? Jetzt wollen wir mal weit weg hier. Ja. Da fehlen noch ein paar Oberleitungslofts. Mike. Nee, nee, das hat er jetzt nicht geladen. Also, das ist alles da. Ach so. Durch den Sprung. Jetzt ja, kommen sie. Jetzt ja, das kommt jetzt nach und nach. Oh, Mülheim. Mülheim. Da geht's jetzt gleich rechts nach Frankreich. Ah. Die Abzweig. Ach, das Mülheim. Mülheim. Ja, das ist nicht, das ist eigentlich Mülheim an der Ruhr, das ist ja wohl klar. Ist da nicht letztens auch dieser Unfall passiert, von dem, da in der Nähe, wo der TGV von der Brücke gebumst ist? In der Probefahrt? Könnte sein. Also er fährt dann ja dann über die Brücke, über den Rhein. Ach, und das war gerade so ein LZB-Zeichen, ne? LZB-Block. Ein Blockzeichen. Das Runde, ne? LZB-Block, richtig. Genau, das ist die viereckige Tafel. Da. Mit Kreis. Umdrehen. So, ne? Da. Genau, das ist dieses. Genau. Ah. Was ist da also hängen geblieben? Was hängen geblieben? Ja. Keine Ahnung, worum es geht. Oh, Eierlikör. Nee. Nein. Gerade nochmal ausgelöst. Gerade nochmal so. Oh, gerade. So, ja. Krei. Stroh. Krei. Ah, warum liegt hier gemacht. Stroh? Warum liegt denn da Stroh? Weiß nicht. Was ist das? Kann man da Maske aufdrehen? Bagger. Bagger. Bagger-Simulator. Bagger-Town. Guck mal hier, LKWs. Augen. War der erste Bahnhof, Pet? Den ich Pet? Fertig hatte. Augen. Hast du eine eigene Spedition aufgemacht, heimlich? Natürlich. Patchbett. Guck mal, hier ist ein wunderbarer Tischler. Ja? Tischler. Ah nee, Schreiner. Schreiner Gutholz. War's. Gutholz. Lebendige Möbel. Schreiner Gutholz. Lebendige Möbel. Und hier hat er schon die ersten fertigen Produkte abgelegt. Abgepackt. Und Rohmaterial. Unterschied. Hier. Unterschied von Holz und dem Beamten. Sperrholz. Holz lebt? Holz arbeitet. Also. Arbeitet oder lebt? Arbeitet. Und da kommen Schlingen in Sicht. Wo? Demnächst. Rechts. Demnächst bei Ihrer Monitor. Bahn.
Genau, sehr schlau, die zum Bau. Was sind denn hier die 87227 Dinger? Ist das die Franzosen oder was? Das ist das Blockkennzeichen. Ah, okay. Also, ne? Muss man das also wissen? Also, das ist. Ja, wenn du jetzt irgendwo stehen bleibst, dann sagst du dann. Nein, das ist dieser Teilblockmodus, was wir früher besprochen hatten. Oder vorher. Ja, erzähl du. Da kennst du dich besser aus. Ich kann nicht schwimmen. So ein kleines bisschen. LZB-Blöcke sind quasi, wenn du sie. Also, zwischen Signal und Signal ist ein Block. Ja, das ist. Genau, und der begrenzt ja, dass da Züge fahren können. Und dieser LZB-Block ist ein virtuelles Signal quasi. Ja. So, und das heißt, dass du, wenn du in LZB aufgenommen wirst. Abraum von der Baustelle. Mhm. Liegt hier. Von der LZB. Schon länger. Ja. Von der LZB aufgenommen wirst, kannst du quasi einen Zug reinfahren und der andere kann dem direkt hinterherfahren. Und das begrenzt dieses Zeichen, dass du bis dahin nur fahren kannst. Da ist dieses virtuelle Signal. Wenn du zum Beispiel da stehen bleibst, dass du dem Fahrdienstleiter zum Beispiel sagen kannst, ey Kollege, ich stehe am LZB-Block 22 zum Beispiel. Damit du halt einfach einen Standort hast. Weil sie da keine Signale mehr haben. Weil sie da keine Signale, weil das virtuell halt. Wegen ETCS? Nee, LZB. Wo geht das denn hin? Das ist jetzt die Ausfehlung für den Katzenbergtunnel. Hier ist eine schöne Frage vom Bayernkräft. Funktioniert das mit der LZB auch mit der Signaldunkelschaltung und dass die LZB bis zum Blockkennzeichen fahren lässt? Das ist interessant. Ja. Keine Ahnung, also. Also ob die Signale dunkel werden, wenn man auf LZB fährt, das ist ob eine die schwarz schalten? Da bin ich gerade überfragt, habe ich nicht ausprobiert. Ja. Sollte eigentlich. Und dass sie dann halt bis zum Blockkennzeichen fahren lässt, wenn dann halt irgendwie kommt durch den Block, weil der Block vorher noch belegt ist. Ja. Dass du dann da. Ich weiß nicht, ob der Trennsignal das kann überhaupt. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, diese Dunkelschaltung kann er nicht. Doch. War die nicht auf Dings, auf München schon? Der ist eine LZB-Strecke, also sollte da waren die Signale auch schon kaputt. Ja. Auch kaputt. Aber Dunkelschaltung hat er da auch gemacht, glaube ich. Also wenn Mike jetzt zuguckt, ich glaube, der würde mich jetzt gerade schlagen, dass ich das nicht weiß. Er weiß das auf jeden Fall. Wir können auch nochmal anhalten, LZB anmachen. Also ich würde jetzt mal behaupten, das funktioniert. Das ist zumindest der Anspruch. Likör. Zwangsbremsung. Likör. Zwangsbremsung. Ja. Zwangsbremsung. Aber was, 100, du hast 100 erwarten. Ja, aber hast du die PZB angehabt? Ja, hat er. Ja, klar. Ja, dann bleiben wir passend stehen zum Nordportal Tunnel? Vom Tunnel. Ah, das ist der neue, ne? Genau. Da gab's doch mal. Da stützt Counter. Ein bisschen. Counter. Ja. Die zählt. Die zählt. Auch wenn ihr Testfahrten auf jeden Fall. Wir waren im Führerstand. Ich hab gesehen. Ja. Ich habe nichts gesagt. Ich hab sie gesehen. Mit Überhöhung. Oh, mit Feuerwehrtunnel hier zum Retten. Wo? Na hier, gleich die Fläche, was hier rechts ist. Quasi rechts die Fläche, ist die Rettungsfläche. Das ist die Rettungsfläche. Ach so. Da fahren die dann rein und holen dann die Leute. Wenn der wird gar nicht befahren, er ist nur eingleisig befahren. Nee, der ist schon zweigleisig. Zwei Tunnelröhren. Ach so, und diese Fläche ist die Rettungsfläche. Genau. Da kommen die Rettungsfahrzeuge rein. Okay. Raus aus dem Tunnel. Und rein in den Tunnel. Und rein in den Tunnel. Ja, was rein. Der ist ja komplett befahrbar quasi. Mhm. Hier schön Video überwacht. Ja, alles wird besser durch Video. Safety first. Ja. Da darf man auch keinen drauf lassen. Wenn da mal irgendwie ein Pärchen. Och, die Bullen stehen da. Die Polizei, meine ich. Ja, die Polizei. Die Putzi-Leiche. Genau, zwangsläufig. Ja, sogar mit. Baden-Württemberg. Ja. Ihr habt alle irgendwie ein Glas, ist doch egal, von wem ist Alkohol, ne? Ja. Oh, desinfiziert. Zieht die Flasche die Beine ein. Brauchen wir eine neue? Ah, wir haben genug. Wir sind reichlich. Ist reichlich der Tunnel auch befahrbar? Ja, natürlich. Natürlich. Achieve meint, der Tunnel ist auch befahrbar. Oh, und auch hier. NBÜ. This tunnel, we can also drive in this tunnel, he said. Ja? Amazing. Es gibt im Tunnel übrigens auch Notausgänge für die, die dann mal entdecken wollen demnächst. Make the tunnel great again. Tunnel is great again. Ja, kommst jetzt nicht weit. Let's do it. Achso, ja, ein Kilometer und dann ist Ende, ne? Nee, es kommt irgendwann das Terrain, was dich jetzt nach oben leitet. Dann kommst du halt nur mit der Lok rein. Schade. Ich würde gerne sagen, ich bin nicht schuld, dass die Flasche leer ist. Ja, Luftablassröhren sind das. Ne? Das ist die Anti-Tunnel-Knallbauwerk. Ja, bist du so ein bisschen Tunnel-Fetischist? Ich bin toll. Brücken jetzt und Tunnel finde ich voll geil. Kannst du jetzt so auf ein Blind Date gehen mit einem Mädel und dann kannst du zwei Stunden nur über Tunnel reden? Das ist fast die Röhren, aber... Und Brücken. Das ist fast die Rohre, aber größer, ne? Ja. Große Rohre. Große Rohre. Prost. Könnt ihr den 2D auf der 2D-Karte mal den Streckenverlauf zeigen, wird gefragt. Zoom raus, rauscrollen. Ah, das übrigens ist der Tunnel. Hier mit Maßstab, ne? Also jetzt gleich zwischen den zwei Flächen. Nur noch ein Stück runter. Da. Das Kilometer. Ja, damit man weiß. Ja, das ist gut. Ja? Achso, das ist der Tunnel und das ist die Umfahrung. Das ist die alte Strecke. Genau. Der Tunnel ist ja neu.
Rechner. Oh, hier guck mal mit Rund. Das Weil, ja, weil am Rhein, ja. Ja. Halting. BW Halting. Weil am Rhein kommt dann? Kommt dann da. Genau, richtig. Der nächste grüne. Achso, ja. Das ist da ist übrigens wieder Straßenbahn, wie man schon schön sieht. Die kreuzt auch die Bahn. Ist noch nicht ganz fertig. Aber sehen wir ja gleich alles noch. Zoom mal ganz raus. Wie weit kommt man ganz? Ja, die ganze Strecke einmal bitte. Ist da was an den Anschlussgleisen? Das ist Heitersheim. Ja, die Gleise sind da. Aber da steht auch für einen Gleisanschluss, ne? Die Gleisanschlüsse sind da, es wird aber nicht mehr ausgestaltet sein. Ganz ehrlich, da fehlt einfach die Zeit dazu. Können wir doch später nachpatchen. Ja, Simulator machen. Alles Gute noch zu dem Rucksack und dann gute Nacht. Alles Gute. Heute ist schon so. Wir haben schon nach Null. Ja, genau. Alles Gute. Hatte gestern? Halb eins schon. Gerade eben. Oder heute. Heute oder gestern? Erklär mal, sag mal dazu was zu dem Streckenverlauf. Der ist ja witzig. Genau, also der rechte Arm von uns aus gesehen ist jetzt halt zum Hauptbahnhof. Ja. Und der linke ist zum Güterbahnhof. Fahrstrecke genau. Zum Güterbahnhof. Und oben kommt es ja, also im Norden kommt es ja wieder zusammen und dann geht es dann Richtung Offenburg. Richtig. Mhm. Weiter, theoretisch. Also Freiburg, ne? Richtung Karlsruhe, genau. Das sind die. Außer Gewerbeanschlüsse. Ja. Ja, der Güterbahnhof ist noch recht aktiv dort in Freiburg. Zumindest war vor 5 Jahren noch recht aktiv. Ja, das ist aber ein bisschen von der Lok weggegangen, ne? Auf die Karte. Ja, durch diese Raststadtgeschichte jetzt, die haben gesagt, da sind einige, auch ein paar Schweizer große Chemiekonzerne jetzt existenziell Panik, bedroht, ne? Ja. Hm. Achso, weil die Freiburg keine Rohstoffe mehr rankriegen. Da ist ein Problem mit Raststadt, ja. Oh, schick, können wir weiterfahren? Fahren wir wieder einen Meter, ne? Fahren wir wieder 2 Meter, machen wieder Zwangsbremsung, fahren einmal wieder 2 Meter. Einmal im Tunnel rum. So, ausgelöst. Ja, ist aber nicht aus. Jetzt empfiehlt es sich auf jeden Fall in der Außenperspektive zu gucken. Okay. Also ich finde, das ist ein wunderschönes Stück Landschaft. Hm? Was habe ich gesehen? Habe ich doch alles. Was willst du denn? Warte. Mach mal mit der Twitch. Moin. Thorsten 007. Echt? Naja, gut. Hier, ihr fahrt da. Was steht denn da? Nichts. Interessant. Einmal um den Pudding rum. Wir fahren jetzt schön aus. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Die alte Strecke. Rumpel, rumpel. So schlimm rumpelt die aber nicht. Noch hat der nicht. Mai gut. Achso. Wir wollten eigentlich die LZB einschalten. Ja. Dann stehen wir ja noch früher. Wieso, das läuft ja dann. Ja, obwohl, stimmt, ja. Locker. Obwohl die aus NRW kommt doch demnächst was. Da gibt es ja immer noch die vom strengen Verlauf nicht so spannende, wie einige Leute sagen, Rollbahn. Die kommt. Münster-Bremen, ne? Ey, das Szenario war lange noch, oder? Ja, da diskutiere ich nicht drüber. Also ganz ehrlich, tut mir leid. Wir sind reaching Bad Belligen. Schöne Kirche. Also ich war nicht drin, aber von außen positioniert ist er ganz cool. Auch mit Friedhof direkt an der Kirche? Ja, natürlich. Ja. Und wir sind gerade auch über das schöne Viadukt drüber gefahren in Bad Belligen. Ist ein bisschen verbaut, man sieht es gar nicht so, aber... Achso, das kann man von der Straße aus besser sehen. Wahrscheinlich. Ja. Also nicht von der Bahnstrecke aus. Was ist denn das hier? Links? Feldweg? Feldweg. Okay. Ah, jetzt, ja. So sieht's halt schon. Schöne Perspektive. Da fahren die Weinbauern rum. Jo. Die an Erntetreckern. Oder mal mit dem Pickup zum Verkosten. Nein, Unterführung. Schlängelt sich eine Straße den Berg hoch. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt. Also ich kann, wenn ich die gebaut habe, kannte ich die Orte halt alle, aber... Ist wahrscheinlich auch schon ein Jahr her, so ungefähr, ne? Hat halt keinen Haltepunkt, ne? Da merkt man sich das halt nicht so, wie die alle heißen. Im Chat weiß es bestimmt irgendjemand, wo wir gerade dran vorbeigefahren sind. Zwei schnell Google Earth angeschmissen.
Oh. Hier ist ein Bahnhof. Da kommt erstmal Ausweichgleis und dann kommt Rheinweiler. Sehr schöner Bahnhof oder Haltestelle ist zweigeteilt. Also die Bahnsteige sind quasi hintereinander. Ah. Wenn ich, ja, müsste Rheinweiler sein. Nee, Rheinweiler nicht. Das ist der nächste, wo die zweigeteilt sind. Um da erstmal hinzukommen mit dem Auto, um die Fotos zu machen. Diese ganzen verwinkelten Gassen. Zwangsee? Hast du einen Zwangsee gekriegt gerade? Nein. Hast du was gehört? Nö. Schatz, nur gemacht. Wird gefordert. Nee, 70. Da will er 70 fahren. Hat er nicht gepiept. Keine Leistung. Irgendwas war. Ich hab mich auf drauf geachtet. Doch, Leistung kommt doch. Jetzt kommt wieder Leistung. Da wäre wieder Aufnahme in die LZB. Wenn diese LZB-Tafeln sind, kann man wieder aufgenommen werden. Ja, genau. Boah, so ein Kurvenbahnsteig, das ist auch geil. Ey. Schön am Berg noch. Anfahren, ja. Richtig geil gemacht. In Rheinweiler ist mal ein ganz schlimmer Bahnunfall passiert. Ja. Ja, mit zurück. Ja, erzähl, was du denn gemacht hast. Ja, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall hat es da mal ordentlich den Zug aus der Kurve geschmissen. Würde ich jetzt mal grob zusammenfassen. Na, sag warum. Zu schnell, ne? Oder? Ich habe die Doku gesehen, aber ist auch schon lange her. Was denn? Stellst du mal rüber? Ist hier Lehrgutannahme oder was? Ja. Gehört doch gar nicht hierher. Das gehört doch gar nicht hierher. Soll das Pfand rausgeben, ne? Stand da oben. Hier die Verrosteten. Schön. Ja. Gut. Annahme. Das zu lesen kannst du überraschen. Ja. Krass, war. Kleinkems. Genau, Kleinkems ist geteilt. Ach, das ist ja der Bahnsteig geteilt. Ja. Da kommen wir jetzt gleich. Erst kommt der Bahnsteig in Gegenrichtung von uns aus gesehen und dann kommt unser eigener. Ist halt alles ein bisschen enger da, ne? Am Fels. Achso. Das ist so ein Hangbahnsteig sozusagen. Das ist abnormal steil. Wir leben am Hang. Da ist sogar der Friedhof, der direkt neben der Bahn ist, liegt schon wieder viel höher. Weil es einfach so steil dann nach oben geht. Ja. Hier auch voll die Felskanten. Also ich habe, als ich da geparkt habe, um die Fotos zu machen, ich habe die Handbremse vom Auto richtig angezogen. Ja. Da kommt Bahnsteig, da kommt jetzt die Straße hoch und es geht halt einfach nur bergauf. Hier 90, da lag doch gar kein Magnet. Nee, da braucht auch keiner zu liegen. 90. Alles unter 90. Ah, hier ist alles unter 100. Die 90 bestätigst du auch noch, oder? Ja, ich bestätige mal mit. Ja, ich hab die auch. Aber manche sind halt ohne Magnet. Wenn du mit 100 nur rumfährst und dann die 90, da liegt, ist kein Magnet. Weil Schwachsinn wäre. Oh, ich weiß auch nicht, was ich gleich in Dreck werfe. Ich weiß gar nicht, wann gleich ist. Es könnte um 7.59 Uhr sein, kurz bevor Formel 1 anfängt. Gleich. Vielleicht mache ich das ja auch. Willst du was in den Dreck werfen? Ja, das kann ich wahrscheinlich. Wenn du was kannst, kannst du hier, sieht man ja. Ja. Wir können auch hier was in den Dreck werfen. Ein bisschen bauen kann ich. Das schafft keiner vor uns. Boah, guck mal, wie schön hier. Ja. Ist das auch wirklich so? Ja. Mit so einer Platte? Ist das eine Kunstplatte oder was? Ja, ist halt so oder haben sie in den Fels gehauen. Dahinter abgebaut alles schon. Ja. Abgebaut. Ist Schiefer wahrscheinlich, oder? Da weiß ich es an der Stelle weiß ich es gar nicht. Ist nicht entscheidend. Jetzt kommen wir gleich erstmal durch den Klotztunnel. Klotzi. Am Ischsteiner, also durch den Ischsteiner Klotz durch. Und dann erreichen wir, ich finde, die schönste Stelle auf der ganzen Strecke. Mhm. Vorbild für viele Modellbahnanlagen, habe ich gehört. Ischstein. Also dieser Tunnel da, oder? Ja, diese ganze Landschaft, weil es halt einfach steile Felslandschaften sind und im Vordergrund das Dorf so im oder die Stadt im Tal. Hier darfst du auch wieder nur mit 90 tuckern, ne? Ja, und mit 80 auch, ne? Und jetzt kann man quasi den Rhein erahnen schon rechts und dahinter ist Frankreich. Also die letzte Baumreihe ist schon Frankreich. Oh, ich tunnel, gleich wirst du im Tunnel. Oh, hätte er dich auch selber reingeschmissen. Schlotztunnel. Mit Schild dran. Schild. Ja. Rheiner Tunnel.
machst du da? Klick, klack, 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 klack. Einfach mal alles drücken. Also drücken. Alles drücken. Ich wollte das nicht wieder anmachen. Dampflok fahren bis der Kesselplatz, weiß ich nicht. Das ist immer so... heikel. Ja, Jet-Train habe ich auch keinen Bock, also rausschmeißen. Das Ding ist auch totgeritten. Da ja, einer fährt und der Rest guckt zu, na klar, das ist ja... Und ja, ich weiß, dass die Textur da nicht einer passt. Einer zeigt, einer fährt und zwei gucken zu. Oder so, falls es gleich jemand schreiben will. Welche Textur ist scheiße? Die von dem Schild vom Tunnel. Ach ja. Da ist, ein Missing, Platzhalter. Ist eine Missing Texture drauf. Ist ein Platzhalter. So, I-Stein. Mhm. Ah, schönes Gebäude hier, ne? Direkt das Bahnhofsgebäude. Jetzt schön das Kalkwerk. Wollte gerade sagen. Den weißen Streifen auf der Straße dürfte jetzt mal konnt ignorieren links. Das ist vom Kalk. Nee, das ist eine unsichtbare Straße, die wird dann noch unsichtbar wieder. Nur ich habe da erstmal eine Textur drauf gemacht, dass ich warum sehe, wo ich die Straße falle. Warum baut man denn eine unsichtbare Straße? Weil das ganze Objekt halt schon eine Asphalttextur hat. Ah, und da fährt dann halt ein Auto lang. Das fährt dann einmal quer durchs Berg. Na Kevin, David, was wäre dein nächstes Projekt nach Wiesen? Gute Frage, nächste Frage. Alles neu. Lass ich mal so stehen. Mega Airport, also, Paderborn Professional. Nee, BER. Nee, Paderborn Professional. BER ist schon fertig. Der läuft ja schon. Ja. In der Simulation kannst du schon fliegen. Also in der Simulation kannst du mit der Bahn anfahren, kannst anfliegen, alles. Wir haben Ideen, was wir machen könnten. Ob wir das machen, wissen wir noch nicht. Boah. Würde ich jetzt mal so sagen. Eine 102 Expert Line gibt es nicht. Was ist eine 102? Gibt es nicht. Ne? 120 meint er, dass ich vertippt. Dass, ob du TS 2016 oder 2017 hast, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du den 2017 hast, dann kannst du damit spielen. 101 meinst du? Ja, nee, kannst mit 2017 spielen. So, und da kommt jetzt links, also wenn wir jetzt quasi so an den Horizont schon gucken, linke Hand, da kommt jetzt der Katzenbergtunnel wieder raus. Ah, wieso? Also was hat denn der Bot? Da hier irgendwo. So, da oben, genau. Ja, jetzt müssen wir rechts. Jetzt sind wir genau über dem Katzenbergtunnel. Hier ja, guck nochmal, ein bisschen weiter rechts, rechts. Da. Ah, da kommt er wieder raus. Also rausgeschossen. Rausgeschossen. Zum Häuschen hier. Ja. Auch die Rettungsfläche im Süden, ne? Und schon Graffiti dran. Die ganzen Kameras, alles was genutzt. Das finde ich immer krass. Warum macht man hier so eine Betondecke? Damit, wegen Luftzug oder? Damit hier? Jetzt ja, in der Mitte, dass die Schienen so einbetoniert sind. Dass die Fahrzeuge, die Feuerwehrfahrzeuge da drauf fahren können. Ah, ja. Ah, okay. Das klingt nachvollziehbar. Jetzt wird es gleich ein bisschen nackter in der Landschaft. Kündige ich schon mal so an. Bei Emmeldingen? Ja. Bei Dingen. Dann ist nur so ein bisschen punktuell, weil am Rhein. Ja, da muss der, wenn der Marco da immer gepirscht wird, dann muss er einfach mal einen Punkt weniger schreiben. Muss er nicht Punkt, Punkt, Punkt machen. Ich weiß nicht, wie scharf der Mobot ist. Das ist komisch, das ist nicht normal. Welches? Cottbus-Hamburg wäre eine gute Strecke, was stimmt mit euch? Was? Was soll das? Berlin-Hamburg? Berlin-Hamburg, okay. Ja, auf jeden Fall. Nee, da kann ich jeden Schotterstein. Achso, das ist die Rückseite von dem Schild einfach. Also Berlin-Hamburg, da kann ich jeden Schotterstein. Ja. Das fahre ich im Schlaf. Ich sag mal, das wäre eine Strecke, wo ich sage, okay, das wäre auf jeden Fall was. Die ist halt ja, auch verdammt aber auch lang. Ja, ist langweilig. Also tut mir leid, also ganz ehrlich. Dann sehen wir uns in 10 Jahren wieder und die Strecke kostet dann 150 Euro. Und für einen TS, den es wahrscheinlich nicht mehr gibt. Ja, für TS 2028. Also 28. Cottbus-Berlin, ja, vielleicht, aber ist irgendwie auch sehr quicken. Geht auch relativ hin und nur geradeaus. Jetzt kommt dann auch gleich wieder die neue Strecke auf unsere vorhandene Gleislage. Brandenburg hat keine schönen Strecken. Also cooler wäre zu machen Magdeburg nach Hannover zum Beispiel. Das wäre ja mal auch geil. Was ist hier? Na, über Braunschweig. Ressourcenschonung oder? Jetzt kam gerade wieder die neue Strecke, die Umfahrung. Wieder. Achso, aber das sieht hier sehr, sehr landschaftlich neutral aus, sagen wir mal so. Ist noch nicht. Jetzt kommt punktuell, sagen wir es mal. Hier ist noch Arbeit. Ja, hier ist noch zu tun. Jetzt kommt erstmal das BW Halting, oder beziehungsweise Halting mit dem anschließenden BW. Zwangsversuch. Die Sie fahren mal ständig. Die Sie fahren. Hamburg, ey, Leute, Alter, wie in Hamburg im Train-Simulator. Keine Ahnung von Train-Simulator, echt. Fliegt dir der Speicher um die Ohren, da bist du gerade hinter Uelzen. Wenn ich gerade Dresden lese, Dresden hatten wir tatsächlich in der Überlegung. Geht schon von GBE reicht. Nee. Super. Ein schönes Dresden. Ja.
war uns aber ein bisschen zu heikel dann. Also das wird es nicht geben. Warum zu heikel? Ja, weil wenn wir jetzt Dresden Hauptbahnhof als zentrale Stelle nehmen und dann halt zum Flughafen raus und halt alle Strecken so drumherum so ein bisschen bauen, dann hast halt Dresden City genau in der Mitte und alle Kacheln voll und das ist halt... Schön wäre eigentlich auch nochmal Würzburg-Heilbronn, das ist eigentlich auch eine schöne Strecke. Guck mal hier. Persönliche Sache. Mit Bett-Symbol. Guck mal hier. Rorschach-Test. Was erkennst du? Guck mal. Ja. Genau, da geht's dann. Alter Schwede. Die sagen nichts gegen Hamburg. Das genau, der große Güter war noch da. Genau. Bei am Rhein. Hm. Krass, großes Teil. Ja, ziemlich groß. Da ist jetzt weil am Rhein Bahnhof selber. Bahnhof, genau. Mit den neuen Brücken, die sie da gebaut haben für die Straßenbahn. Zeig mal, Stellwerk, ist das auch da? Oder? Ja. Ja, zeig mal, richtig mal oben. Da links. Das steht da oben. Da! Genau, da ist Stellwerk, ja. Genau. Da war ich auch schon mal drauf. Guck mal hier, mit Park. Park ja. Da habe ich am Freitag nur rumgebaut an der Stelle. Schön Asphaltdecke gezogen, dass sie schön neu aussieht. Genau. Zur Frage, ob ich nochmal längere YouTube-Videos mache. Ja, es kommen nochmal ein paar Führerstandsmitfahrten, die ich aufgenommen habe vor kurzem. Ich brauche aber eine gute Unterleitung. Ich hätte es eigentlich mitbringen können, weil ich hochladen können. Aber kommt noch. Sorry. Boah, ich frage nochmal, wäre Frankfurt für dich ein Projekt? Yasin geht mir auf den Für mich? Ja, Yasin geht mir auf den Sack. Linksseitig sieht man jetzt gerade schon noch ein bisschen, also Weil am Rhein wird ja gerade umgebaut komplett. Da war jetzt auch gerade die Signalbrücke, die stand da halt mitten im Bahnsteig. Mhm. Die stand halt früher da, wo jetzt die blaue Brücke ist. Das ist so ein bisschen Baustelle haben wir da noch ein bisschen mit angedeutet. So ein bisschen also im Umbau mit Bauzaun. Nicht ganz so zusammen irgendwie. Nee, das ist halt einfach die Reste von Entgleisen, die da noch liegen. Es wird halt alles, das ist quasi das Container Terminal. Ist so. Und da liegen ist halt noch so Gleisfetzen, wie das halt so ist. Zurückgebaut, ist so. Ja. Okay. Das ist halt. Kannst du dir holen. Ja, der Rest komplett. Da liegen halt nur so Fetzen. Ja. Zwangse. Was? Tatsächlich, ja. Notbremsung, ja. Eierlikör. Oh. Aber wir sehen schon die ersten Gebäude von Basel. Jetzt gerade hinter der Mittelrahmen. Obwohl, die Stadtbahn in Berlin wäre auch geil, ja, stimmt. Mit der jetzt S-Bahn ist gerade weg. Wir sind gerade wahrscheinlich genau auf der Kante von der Kachel. Da dahinter, also hinter dem Rahmen jetzt. Also greif du mal da in den Karton rein, Kevin, bitte. Das hilft ja nichts. Da muss ja, was Mutt. 2-2. Gleichstand. Endlich. Freiburg-Basel bringt's. Wir brauchen gar nicht mehr zählen, wir machen einfach aber, jeder muss eine Flasche. Aber ich muss da zustimmen, der hat gewonnen, der hat die wenigsten Zwangs. Als Berliner muss ich sagen, ja, Berlin-Stadtbahn wäre auch nochmal cool. Gläser? Für wen? Du denkst auch, ich bin gar nicht suizidgefährdet, oder? Nein. Nein, also könnt ihr auch ermöglichen, vielleicht mal live mitzufahren auf der Berliner Stadtbahn und wir stellen mal also, schön einen Fahrplan darüber und ich lasse bei mir mit. Große Städte sind halt immer insofern problematisch, klar, dass du hast viele Objekte auf der Kachel und das ist halt alles auch dann möchte ich Weimar, Jena oder Erfurt hier so was haben. Da ist nicht viel. Weimar ist nicht groß. Gab's auch mal beim Erfurt oder so, oder Eisenach? Nee, Saaletaler wäre mal geil. Also wirklich von Naumburg an der Saale über die Frankenwaldrampe, über Probstzella rüber nach Bamberg. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ja. Ist schon wieder soweit. Jetzt können wir weiterfahren. Ja, also die Frage ist hier, ist auch ganz interessant. Mach nochmal zurück. Zickzack. Nee, kann ich hier. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr zwischen Weih am Rhein und Basel auch wie in echt 40 cm Zickzack bei der Oberleitung verbaut und zusätzlich den PCB-Magneten auch mit Tegra-Magneten gelegt? Wenn nicht, wäre ich enttäuscht von Mike. Was? Wenn nicht, wäre ich enttäuscht also, von Mike. Das ist bei ab Weih am Rhein bis Basel ist die Oberleitung stärker am Zickzack. Genau, stärker am Zickzack. Und du hast gleichzeitig schon, weil am Weih am Rhein kann man zum Beispiel schon mit dem Schweizer System fahren halt. Und da ist die Integra schon aktiv. Ob die doppelten Magneten wahrscheinlich quasi. Ich glaube nicht. Sonst hätten sie auch bis zum also die Magneten auf jeden Fall nicht, weil das wüsste ich, den hätte ich bauen müssen. Oberleitung glaube ich auch nicht. Mach doch, aber das wäre kein Problem, Magneten dazu zu bauen. Als Modell mal gucken, ohne ob Funktion. Ich noch Zeit habe am Ende. Okay. Ja. Kommt im Patch in der Version 1. Ja, genau, 1.48. Versprochen. Hiermit versprochen. In der 4.8 ist das drin. Ja, jetzt kommt noch mal so ein bisschen Basel-Bad.
Auch eine Strecke in MV nicht. Kannst du auch Usedom fahren, wenn du MV fahren willst. Rostock, Stralsund ist schön. Eingleisig. Das ist super. Also Rügendamm. Schön oben Stralsund nee, reinfahren Rügen, vom Rügendamm runter. Guck mal, ich hab das ja beim YouTube-Kanal ist ja auch die Mitfahrt da drin. Eines der schönsten Videos. Ja. Zum Beispiel, da ist ja oben, fahr ich auch Rügendamm. Hab ich schon zweimal geguckt. Ja? Ja. Mit dem Taurus. Ja. Ich finde das so schön, wenn der in Stralsund reinkommt. Der fährt durch die Stadt, dann ist der Bahnübergang da, ich kenne das alles und dann bist du da am Bahnhof. Was ist da hinten für ein Berg? Was ist das? Für ein Tower? Der Berg? Für ein Tower? Der Tower, das ist der, obwohl... Gebäude, ne? Ist das ein Bürogebäude oder was? Oder sowas ja, ist von irgendeiner Pharma... Ist das Kunst oder kann das weg? Nee, der ist nagelneu. Da habe ich sogar noch Pläne. Ich weiß, in welcher Etage die Kantine ist. Oh, krass. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber First things first, ja. Von so einem Pharmakonzern auf jeden Fall. Kenny weiß das, Roche-Turm heißt der. Roche-Turm? Ja, genau. Roche. Ich glaube, Roche heißt die Marke einfach nur. Ja. Ist ein großer Kosmetikkonzern, Pharmakosmetik. Ja, genau. Oh, hängen die Sachen da rum? Ja, da kommt dann. Hier fehlt natürlich Bahnsteigobjekte noch. Guck mal. Ah, jetzt können wir gar nicht vom Basler Hauptbahnhof gar nicht mehr viel sehen. Nee, ballert er uns raus. Ja. Nee, kannst du nicht mehr filmen. Kannst du jetzt noch was machen? Wenn du den wegklickst, bist du raus, ne? Ja. Ja, ein bisschen. Also da bin ich das sollen die Zuschauer dann mal selber erkunden. Fahrrad? Bin ich gerade so davor. Dabei. Du kannst jetzt nochmal einmal 180 Grad. Da ist schon ein bisschen Straßenbahn noch verlegt. Oh, guck mal, Rob, du hast den P4 geparkt. Das ist quasi warm. Das habe ich am Freitag habe ich dann noch gerendert dran. Guck mal hier. Ja, da Labs. Da kommt wahrscheinlich noch was anderes hin. Warum? Das ist der Präsentator der Strecke, sozusagen. Padlabs. Das ist halt einfach eine große Werbefläche und wir nehmen da gerne Angebote machen. Entgegen. Zugbier. Wir brauchen nur Bildlizenzen, dann geht das. Haben wir. Zugbierlizenzen haben wir. Bevor es weg ist. Also ich finde eine sehr schöne Ecke. Pro Pixel 5 Euro. Pro Pixel. Wie hochauflösend willst du es haben? Ist, der Gardenmoor. Schön mit Springbrunnen und so. Eine sehr schöne Stelle, finde ich. Wird da noch Wasser rausspritzen? Oder? Ja, das nicht, aber hier ist schon mal Wasser drin. Oh ja. Spiegel. Es ist halt reflektiert. Ja, klar, ist gerade angefangen sozusagen. Und hier ist übrigens der Honorarkonsul. Und so, ne? Also sag, in Basel kann man auch wieder ein bisschen was entdecken. Schön. Also bei den Details, die wir da gesehen haben, das macht Lust auf mehr, auf jeden Fall. Schön. Dann haben wir noch ein BR103 gefahren. Ja, guck mal, DB-Zeichen noch auf. Thomas fährt jetzt oben. IC1 ist langweilig, RE oder RB? Oder gucken wir mal. Dann mal, was haben wir hier noch? Da sind wir auch noch schönes HD-Cap. Schönes HD. Bisschen Post. Ja, achso, schweizerische Post. Logo ist halt nicht mehr ganz original, eine schweizerische Post. Ja, gut, das ist das Logo. Wie es halt so sein spart muss. Auch, wo ihr könnt, um den Vorteil an den Kunden weiterzugeben. Bundesbahn. Bundeseisenbahnvermögen steht da. Ich wollte es dir nur sagen. Bundeseisenbahn. Die andere Bahn sehr, ist sehr andere. Gut gesehen. Die sehr, andere sehr Bahn sind andere. Der Beauftragte. Ich hatte da noch einen Rechtschreibfehler drin, den hatte ich aber selber gefunden. Ich hatte das H bei Bahn. Ist aber immer so, wenn man was schreibt und man liest das immer, kannst du drüber lesen, fünfmal. Siehst du selber nicht. Aber das gehören schon zusammen. Der Beauftragte für die deutsche Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet. Ja, das ist korrekt. Das finde ich nix. Wir fahren im Zusi Marschbahn klein. Mal ein bisschen Nebenbahn. Ja, kurze Pause und dann Machen wir ein bisschen Nebenbahn. Bleiben wir noch kurz hier. Schöne Strecke. Hoffentlich, dass die Weihnachten rauskommt. Dieses Jahr Weihnachten. So ist der Plan. Also irgendwann müssen wir ja auch mal Geld haben. Also ist es mit Software. Ich habe Ende Januar Geburtstag. Kannst du mir auch schenken. Überhaupt nicht. Vom Chat habe ich jetzt nicht so viel lesen können, aber ich denke, kann ich aber YouTube mitlesen. Genau. Dann nochmal beantworten. Ja. Also ich nehme das einfach mal als Logdatei. Kannst du drunter kommentieren? Nee, wir locken nicht mit. Hier. Ja, aber den Chat kann man ja als Log. Ich jetzt einfach bei YouTube. Achso. Dann nehme ich einfach mit. Ich gucke das Video einfach und gucke dann, Wünsche, Anregungen und wo sind Fehler reported worden, die behebe ich dann. Achso, ganz kurz, weil die Frage aufkam. Am Montag, wahrscheinlich gegen 20, 21 Uhr, je nachdem wie Zeit ist, werde ich über... Wie heißt das? Periscope? Ja. 187 mal kurz Livestream. Halbe Stunde. Ich hoffe. Also völlig OP. Ja. Gut. So, die Frage. Pause? Gut. Ja. Tschüss. Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen.